Elvira, ein Projekt innerhalb des RWTH Knowledge Hub, beschäftigt sich mit dem Strukturwandel von Universität und Region. Professor Böschen, Sie als Soziologe, was ist Ihr Teil dabei? Ja, ich meine, da gibt es natürlich sehr viele Teile, die dabei sind, nicht? Weil das ist ein Prozess, der Gesellschaften verändert. Ja? Und ich meine, und nicht nur einzelne Regionen und einzelne Organisationen, sondern, und deswegen ist es ganz wichtig, das zu betonen, die Universität wird in 10, 20 Jahren eine vollkommen andere sein. Sie muss sich öffnen. Es ist nicht mehr einfach nur ein Ort der Wissensproduktion, nicht, der Bildung. Das sind natürlich wesentliche Dinge. Aber zugleich muss eine Universität sich öffnen und letztendlich ein Stück weit in die Gesellschaft hinein expandieren, nicht, und sich dafür auch entsprechende Plattformen schaffen, um letztendlich auch wirklich sich Gesellschaft verständlich zu machen. Ich meine, vorher war das eben möglich, sich wirklich abzuschotten, nach Disziplinen organisiert Wissen zu produzieren. Und jetzt geht es darum, Wissen zu erschaffen, Innovationen zu schaffen, die im direkten Austausch mit Gesellschaft überhaupt erst den Charakter von Innovationen annehmen, weil sie eben für einen Strukturwandel relevant sind. Ja, das ist also eine entscheidende Aufgabe und damit auch strukturelle Veränderung von Universitäten. Und da sind wir natürlich als Soziologen mittendrin, weil es eben Gesellschaftswandel ist, den wir hier untersuchen. Okay, und der Strukturwandel, der hier für das Rheinische Revier sehr elementar ist, was kann man jetzt von Revira und dem Knowledge Hub der RWTH jetzt so erwarten? Können Sie da einen Blick in die Zukunft wagen? Naja, ich meine, die Zukunft hat jetzt schon begonnen. Also ganz entscheidend war ja für diesen Revira-Prozess, wie wir den jetzt auch gestaltet haben, dass nicht nur intern letztendlich die verschiedenen Wissensperspektiven gebündelt worden sind an der RWTH, sondern dass die RWTH auch zugehört hat. Also dass eben wir ins Gespräch gekommen sind mit Akteurinnen und Akteuren aus dem Revier, um dann gemeinsam zu überlegen, was ist eigentlich eine wünschenswerte Zukunft? In welche Richtung sollten wir Innovationen entwickeln? In welche Richtung sollten wir überhaupt gehen, um diesen Strukturwandel zu platzieren. Also von daher ist das genau diese Zukunft, die jetzt im Grunde ausgerollt wird, schon langsam oder sich vor unseren Füßen so langsam entfaltet, indem wir Zukunft machen und zwar gemeinsam machen. Wenn Sie gerade sagen Zukunft, wenn Sie jetzt so versuchen, in die Zukunft zu blicken, so 10 Jahre, 20 Jahre voraus, jetzt mit Blick auf den Menschen, Sie als Soziologe, wo könnten wir da stehen in puncto Strukturwandel? Naja, ich meine, es wird jetzt halt ganz stark davon abhängen, wie es uns gelingt, wirklich diese ersten Schritte zu machen, weil diese ersten Schritte erzeugen Pfadabhängigkeiten, die uns dann wiederum in der Zukunft binden werden. Also das heißt, von vornherein, wenn man eben diesen Strukturwandel wirklich begreifen möchte, als einen Prozess eines anderen Innovationsmodells, eines nachhaltigen Innovationsmodells, eines, das wirklich inklusiv auch funktioniert, dann kann man nicht nur einfach Technologie entwickeln, sondern man muss sich überlegen, was heißt denn das für die Infrastruktur in der Zukunft? Was heißt denn das für die Lebenswelten der Zukunft? Und sind es auch lebenswerte Lebenswelten, in denen man sich auch gerne aufhalten möchte? Also wir möblieren jetzt im Grunde das Zimmer der Zukunft. Ja? Und wir sollten bei der Schreinerarbeit wirklich gut aufpassen. Ja. Okay, wenn ich, sagen wir mal, ich wohne jetzt in Inden oder irgendwo in diesem Bereich, ne? Wie könnte da zum Beispiel der Tagebau aussehen in 20 Jahren? Gibt es da was? Ja, ich meine, es gibt natürlich Ideen, nicht? Tagebau zu renaturieren und ähnliche Dinge, ne? Also einen Tagebaurückbau zu machen. Aber die Frage ist ja viel mehr, was die Menschen interessiert. Na, habe ich noch einen zukunftsfähigen Arbeitsplatz, nicht? Und wo werde ich dann arbeiten können? Das heißt also, es wird ganz wesentlich darauf ankommen, wie man diese einzelnen Fähigkeiten, die ja da sind, nicht? Und wir würden ja sagen, wir haben ein anderes Projekt, das heißt Mein Revier, das wird von Frau Clausen, AMT, koordiniert, gemeinsam mit JUMTEC, wo ich Sprecher bin, wo es eben darum geht, die vorhandenen Industrien, nicht, die sich um RWE herum gebildet haben, als eine Art industrielles Rückgrat zu begreifen und von dort aus zu sagen, ja, wie können wir das jetzt zu einem industriellen Rückgrat tatsächlich entwickeln? Und das ist etwas, was uns beschäftigt, wo wir sagen müssen, ja genau, das sind die Arbeitsplätze der Zukunft, die dann auf diese Weise entstehen können und die eben nicht nur bei vielen der neuen Ideen, die eben auf wirklich nur bestimmte Wissensträger und Kompetenzträger zutrifft, also diejenigen, die bestimmte akademische Ausbildungen, sehr spezialisierte akademische Ausbildungen haben, zutrifft, sondern eben auf Menschen, die einfach da sind, über große Kompetenzen verfügen, ja, und dann eben auch Arbeitsplätze in der Zukunft haben wollen. Also wir müssen diese verschiedenen Fähigkeiten
Kosten sehen. Und das heißt auch anerkennen, dass Strukturwandel bedeutet, alte Industrien letztendlich zu exnovieren, neue Industrien aufzubauen, aber das eben gemeinsam, synchron zu denken und nicht als zwei unterschiedliche Prozesse. Okay, ja, Professor Böschen, das war sehr interessant. Danke für das Gespräch und ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Darauf bin ich auch sehr gespannt. Herzlichen Dank für das Gespräch.